first team, bitch. Yeah. Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum wahrscheinlich meistgehassten Karrieremodus in der Geschichte von Max Gaming TV. Wir sind heute am Start und das Ganze mit der ersten Episode von RB Leipzig bzw. vom RB Leipzig Karrieremodus. Wir gehen rein und werden mit den roten Bullen, mit Rasenballsport, mit den Leipzigern versuchen, die Bundesliga so aufzumischen, wie sie es auch in Realität tun. Und das Ganze in FIFA 17 ohne 60%ige Erhöhung, mit dem Scout aus dem globalen Transfernetzwerk oder dem Top-Scout im globalen Transfernetzwerk und mit 50 Millionen Transferbudget. Als Trainer benutze ich mal wieder mich selber, und zwar nicht MGT, wie ich gerade hatte, sondern Max MGT, und das Ganze in Hemd und Schlips. Natürlich nicht in Jogginganzug, wir sind immer in Deutschland. Wir spielen in der Red Bull Arena, das heißt im Endeffekt im Sandlassen Park, der aber gewisse Ähnlichkeiten hat zum Glück. Das heißt, es ist ein bisschen authentischer, aktueller, individuell. Ich habe gerade vorhin nochmal die Updates runtergeladen, aber das ist, damit wir die Red Bull Arena auch mit dem Namen erhalten können. Währung Euro, Halbzeitlänge 5 Minuten und Spielschwierigkeit selbstverständlich auf Legende. Ich weiß jetzt schon, dass das definitiv die meist diskutierte und kontroverseste Karriere wird, die wir bisher hier auf YouTube auf meinem Kanal hatten. Aber das Video, das ich gestern gemacht habe, zeigt ja, dass es mir definitiv nicht darum geht, hier möglichst viele Likes abzustauben, sondern einfach Spaß zu haben. Natürlich würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben auf dieses Video da lasst. Videobeschreibung, IGVault, 6% Rabatt mit dem Codepax Gaming TV auf eure Münzen. Dazu mein Merchandise und selbstverständlich meine Social Media Links, Twitter und Instagram. Vorbereitungsturnier, gegen wen werden wir da spielen? Wir nehmen uns mal Hannover 96 raus und das niedrigste Preisgeld, aber das ist ja bei uns auch egal. Und da sind wir, das erste Mal in der Zentrale. Ich verfolge mit diesem Karrieremodus übrigens ein bestimmtes Ziel. Und zwar will ich das genauso machen wie RB in Realität. Ganz, ganz viel Jugendarbeit, ganz, ganz viel mit deutschen Talenten arbeiten und am besten aus dem Nichts irgendwie doch erfolgreicher sein, als alle es gedacht hatten. Ich denke mal, das wird ziemlich, ziemlich cool, das Projekt. Ja, es mögen einige von euch RB überhaupt nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Das heißt nicht, dass man in FIFA nicht trotzdem richtig geilen Karrieremodus mit denen machen kann. Und das ist hier mein Plan. Ich habe übrigens nicht die 60%ige Erhöhung genommen, weil wir so schon 50 Millionen Transferbudget haben. Ansonsten hätten wir 80 Millionen gehabt. Das wäre zu viel. Aber mit 50 kann man auf jeden Fall auch schon einiges bewegen. Ich werde aber nicht alles rausverpulvern. Ich will das meiste mit diesem Kader hier machen und nur punktuell Verstärkungen verpflichten. Wenn ihr da bestimmte Wünsche und Anregungen habt, schreibt sie mir auf jeden Fall in die Kommentare. Die erste Saison wird aber größtenteils mit diesem Kader halt stattfinden. Danach gibt es immer mal wieder Raum für Veränderungen. Aber beispielsweise werde ich jetzt nicht irgendwie direkt einen neuen Stürmer holen irgendwie oder einen neuen Mittelfeldspieler, weil da sind wir gut aufgestellt und das werden wir gleich in der Kaderanalyse auch sehen. Die einzige Position, die ich so ein bisschen beäuge, ist die Torhüter-Position. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, vielleicht auch zur Innenverteidigung, schreibt sie mir in die Kommentare. Unsere Vision und unsere Erwartungen, selten das Ganze so authentisch gesehen wie bei RB hier im Karrieremodus. Nachwuchsentwicklung hat die oberste Priorität, was ich sehr gut finde. Markenpräsenz ist in Ordnung, Dauerkartenzahl sollen wir mindestens 10% erhöhen über 3 Saisons, sollten wir hinkriegen. Erfolge kontinental haben wir nicht, wir spielen nicht international. National sollen wir den Abstieg vermeiden, das sollte irgendwie möglich sein. Und die Runde der letzten 32 erreichen über 3 Bundesliga-Saisons in die Euroleague. Das dürften wir auch hinbekommen. Und beim Finanzen haben wir keine Ziele, was mich nicht sonderlich überrascht. Papadopoulos hat eine Schlüsselbeinfraktur und ist noch nicht wieder ganz fit. Aber es könnte sein, dass er am ersten Spieltag wieder fit sein wird. Wir werden auf dem Laufenden gehalten von unserem Assistenztrainer. Lieb von ihm. Unsere Scout-Aufträge sind vielversprechender Spieler, Stammspielerqualität und Spielmacher, brauchen wir eigentlich auch nicht. Und Stürmer mit Stammspielerqualität, was wir eigentlich so gesehen dank Selke und Paulsen auch nicht brauchen. Werner haben wir ja auch noch. Die Scout-Aufträge lassen wir sowieso erstmal weg. Ich will nämlich euer Feedback erstmal einholen. Und was die Scouts angeht, ja, die sind auf jeden Fall ordentlich. Sind momentan in Deutschland, Frankreich, Italien. Und 2 sind variabel. Einen davon schicke ich nochmal in die Niederlande. Mal sehen, ob wir da noch irgendwas finden. Normalerweise wäre Belgien auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, das geht auch so. Beziehungsweise den können wir eigentlich mal ändern. Und den schicken wir dann nach Belgien. Der Kollege aus Deutschland hat schon 15 Spieler gefunden, allerdings sind das alle Spieler, die mich noch nicht sonderlich interessieren, weil ich halt wie gesagt noch keine wirklichen Transfers machen möchte, auch wenn da interessante Spieler dabei sind, definitiv, abgesehen von denen hier, weil was ich mit denen anfangen soll, weiß ich nicht, das passt überhaupt nicht ins Konzept. So, und bevor wir jetzt noch irgendwas weiteres machen und weitergehen, gucken wir mal in den Kader hinein und schauen mal, was da so geht. Peter Gulasch hier, unser Stammtorwart mit der 73, das ist natürlich noch ausbaufähig, Müller als Ersatzkeeper, Fabio Coltorti, der wird der dritte Keeper sein und Benjamin Bello, den werde ich auf jeden Fall mal verleihen, weil 3 Keeper reichen. Ken Gibson haben
haben wir auf rechts, der kommt auf die Leihliste, weil ich nicht glaube, dass der sonderlich viel Einsatzzeit bekommen wird. Benno Schmitz haben wir dann noch, der schon eher. Und Kloster haben wir natürlich, der nominelle A-Rechtsverteidiger, ist in Realität ja gerade momentan leider verletzt. Willi Orban, unser, ja, nomineller A-Innenverteidiger mit Marvin Kompair, dem Routinier, dessen Vertrag in 12 Monaten ausläuft. Da müssen wir je nachdem eventuell mal eine Verlängerung anstreben. Papadopoulos ist bald wieder fit, auch den plane ich natürlich ein. Und zwar neben Willi Orban für die erste Saison. Danach kann man immer noch ein neues holen. Sören Redemann, den werde ich auch mal verleihen. Das ist anscheinend ein Nachwuchsspieler, aber auch schon 20 Jahre alt und 55. Das ist nicht so viel versprechen. Gino Fechner dann vielleicht schon ein bisschen mehr noch mit seinen 18 Jahren. Nukan ist verliehen an Beşiktaş. Und dann haben wir schon Linksverteidiger. Also Innenverteidigung sollten wir auf jeden Fall nochmal nachbessern. Marcel Halstenberg ist unser nomineller A-Linksverteidiger. Sieht auch relativ gut aus. 96 war auch mal dem interessiert. Ich finde ihn ziemlich, ziemlich cool. Dazu Dominik Franke, 17 Jahre alt. Den werden wir auch versuchen zu verleihen. Auch wenn der an sich sehr viel Talent hat. Und theoretisch unser B-Spieler sein könnte. Aber da haben wir Anthony Jung, der ist verliehen an Ingolstadt. Dementsprechend werden wir auch, weil wir so eine gute Jugendarbeit haben, sicherlich mal einige Verteidiger hochziehen. Stefan Ilsanker kann, soweit ich weiß, auch Innenverteidiger spielen. Ist 1,89 groß, also die Größe hat er und da sowieso nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial hat, kann man den sicherlich dahinstellen ohne größere Probleme. Ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Diego Demme ist definitiv ein guter Spieler. 24, noch Entwicklungspotenzial und schon eine 74. Mit dem kann man arbeiten. Bernardo, der wird auf jeden Fall verliehen werden, weil mit dem kann ich momentan noch nicht so viel anfangen. Kann aber auch Innenverteidiger spielen, soweit ich weiß. Nee, Rechtsverteidiger, aber das ist auch in Ordnung. Mal sehen, wenn wir nicht verleihen, wird er definitiv seine Einsatzzeiten bekommen. Rani Khedira, Vertrag läuft in 12 Monaten aus und der spielt in Realität auch keine Rolle. Deswegen setze ich ihn jetzt schon mal auf die Transferliste, damit wir eventuell noch ein bisschen mehr Geld für ihn rausschlagen können als im Winter. Vitali Janelt kenne ich jetzt persönlich nicht. Doch, der sagt mir was tatsächlich. Janelt, heißt er Janelt oder wahrscheinlich Janelt. Egal, 18 Jahre alt werden wir verleihen. Oliver Burke, ich denke mal, den kennt man. Den werden wir behalten und werden wir, denke ich mal, aufbauen. Dominik Kaiser haben wir dann hier, unseren Routinier, unseren Kapitän, unseren Spielmacher. Auch der wird natürlich nicht verliehen oder irgendwas. Der bleibt schön da, wo er ist. Massimo Bruno ist bereits verliehen. Naby Keita, das Riesentalent, das ja auch in Realität für einiges an Furore sorgt. Gestern wieder mit einem richtig schönen Tor. Der wird auch im Verein bleiben und bei uns hoffentlich sich gut entwickeln. Beiersdorf mit seinen 17 Jahren werden wir verleihen, hat eine 56. Ich denke mal, auch in unserer Nachwuchsabteilung werden wir so bei gute Scouts haben, einige geniale Spieler haben, die den eventuell auch ein bisschen ausstechen werden, je nachdem. Emil Forsberg natürlich auch gesetzt, 24 Jahre alt, noch Potenzial und bisher in Meinung der beste Leipziger in der Bundesliga in Realität. Scholl Kalmar, den können wir auf jeden Fall mal verleihen, der ist an sich nicht schlecht, hat auch Talent, aber ist nicht so gut und hat keine so guten Werte, dementsprechend möchte ich mit dem nicht unbedingt viel machen. Strauß werden wir auch mal verleihen, schon 20 Jahre alt, dafür nur 59. Das geht besser. Sabitzer, mein Lieblingsspieler bei Leipzig, richtig geile Karte. In Ultimate Team, richtig guter Spieler in Realität und auch in FIFA. Idrissa Touré werden wir auch mal verleihen. Der ist ja mittlerweile, glaube ich, ein bisschen auf dem absteigenden Ast bei Leipzig. Aber gut, vielleicht kann er sich ja irgendwo noch entwickeln mit seinen 56, mit 18. Timo Werner wird auf jeden Fall unseren Sturm bereichern, genauso wie Paulsen. Die beiden finde ich extrem, extrem stark. Dazu haben wir noch Davy Selke. Das passt. Terence Boyd werde ich verkaufen, weil ich mit dem nicht wirklich plane. Federico Palacios Martinez werde ich verleihen, weil ich auch mit dem nicht wirklich plane. Der ist verliehen? Oh. Ach ja, klar, der ist verliehen. Damari ist verliehen und Quaschner ist auch verliehen. Und von daher, so dick besiedelt ist unser Kader gar nicht, wie ihr seht. Also, Rechtsverteidigung ist gut besetzt. Innenverteidigung brauchen wir auf jeden Fall noch was. Eventuell aber halt auch durch Talente aufgefüllt. Linksverteidigung ist auch noch nicht so gut besetzt. Auf A6, ja. Also ich werde mit Kaiser auf A6 spielen, das weiß ich schon, zusammen halt beispielsweise mit einem Diego Demme, Ilsanker als Ersatz, Bernardo als Ersatz, wenn er bleibt, aber vielleicht können wir da auch noch ein Backup holen. Auf den Außen haben wir dann Burke, oh nee, warte mal, Kate haben wir ja auch noch, okay, dann ist Demme der Ersatz. Ja gut, okay, dann brauchen wir da doch eigentlich keinen. Dann haben wir auf den Außen auf jeden Fall schon mal Oliver Burke, dann haben wir dazu noch Emil Forsberg und Marcel Sabitzer. Allerdings können wir da theoretisch auch noch ganz gut einen gebrauchen, muss ich sagen. Also Außenbahnspieler ist auf jeden Fall auch eine Position, wo ihr gerne in die Kommentare schreiben dürft. Das Ding ist bei Leipzig, du weißt gar nicht, wen du trainieren sollst. Ich habe mich entschieden für Sabitzer, Keita, Selke, Paulsen und Werner. Und das sind Trainingsleistungen, die ich so im Laufe der Saison definitiv nicht mehr sehen möchte. So, erstes Spiel des Vorbereitungsturniers gegen West Bromwich Albion. Wir spielen schon mal mit nomineller A11, die ich gerade aufgezählt habe. Gulaschi, Klostermann, Orban, Kompair, Halstenberg, Kaiser, Keita, Sabitzer, Forsberg, Werner und Yusuf Paulsen. West Brom spielt im 4-4-1-1. Das wissen wir, mit welchen Leuten sie spielen, sehen wir hier jetzt. Elbouzedi, Berahino, Robson Kanu, Jacob 4, das ist eine B11 auf jeden Fall. Auch mit Fitzwater und Ross und Werner macht das 1-0. Vielleicht können wir davon profitieren, dass wir hier mit A11 rangehen an diese Partie. Es ist ja überhaupt beeindruckend, wenn man mal sich so den Kader in FIFA anguckt, dass
tatsächlich Leipzig momentan Tabellenführer ist. 2-0 durch Paulsen, auch wenn natürlich die Realität nicht immer FIFA widerspiegelt oder FIFA nicht die Realität, wie man sehen möchte. 3-0 durch Forsberg. Wir gewinnen das erste Spiel als Leipzig-Headcoach direkt mal mit 3-0. Das ist doch ein richtig geiler Start in unsere Karriere hier. Und jetzt werden gleich Herzen gebrochen, weil das Spiel gegen 96 werden wir im Gegensatz zu allem, was ich normalerweise in Karrieremodi mache, spielen. Obwohl es noch in der Vorrunde dieses Turniers ist, aber es ist gegen 96 und deswegen muss ich das machen. Das Angebot für Fechner nehmen wir direkt mal an von Pölten. Okay, wir sind zu Gast in der East Point Arena. Ich meine, wir sind in den Niederlanden, wenn ich mich recht erinnere. Und wir spielen gegen meinen Herzensverein, gegen meinen Lieblingsverein, gegen Hannover 96. Eine ganz emotionale Partie für mich. Allerdings wollen wir das natürlich trotzdem gewinnen und werden daran alle setzen. Wir spielen unter anderem mit Selke in der Sturmspitze heute für Paulsen. Wir spielen auf der 6 beispielsweise mit Diego Demme für Naby Keita und in der Innenverteidigung mit Ilsanka für Compea. Mal sehen, was wir hier so reißen können. Forsberg macht das gut. Ball in den Rückraum zu Davy Selke. Davy Selke und Schauner ist da. Erste dicke Aktion, aber was Schein Radlinger? Ich habe nicht gesehen, wer im Tor war. Ich habe ja keine Aufstellungen. Ballverlust von Füllkrug, wir machen gleich mal weiter mit Emil Forsberg, der, oh, mit einem schwachen Pass, aber Gott sei Dank kriegen wir den wieder, das ist Diego Demme, Demme runter auf Forsberg, Forsberg mit den Übersteigern, schön gemacht, die Flanke kommt allerdings nicht gefährlich rein. Die Ecke von Kaiser auf den Kopf von Halstenberg, kriegen wir noch eine Ecke raus. Wieder Kaiser, diesmal auf Werner. Das sieht besser aus. Wir kommen langsam ans Tor von Radlinger übrigens ran. Wir haben Freischuss in ganz, ganz aussichtsreicher Position. Vor allem gut für unseren Freischuss-Spezialisten Dominik Kaiser. Gott sei Dank ist Uffe Bech in der Mauer so klein. Aber der Freischuss, das war ja mal alles andere als gut. Wo ging der denn hin? Ich weiß nicht, wen er da gesehen hat, aber das 1-0 war es offensichtlich nicht. Timo Werner sieht es aber. 1-0, 19. Spielminute. Und wir gehen in Führung. Und was für ein schönes Tor von Werner hier direkt in unserem ersten gespielten Spiel für RB Leipzig. Vorarbeit kam von Demme und dann zieht er ab und da geht Hoffmann nicht richtig hin. Und Radlinger ist chancenlos. 1-0. 96 im Angriff über Bakalorz. Bakalorz hat Platz zum Schießen. Keiner geht drauf, Bakalorz. Schöne Parade von Coltorti da. Na Quatsch, von Coltorti, von Gulaschi. Die verwechsel ich. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Die werde ich tausendmal verwechseln. Dann räumen sie sich gegenseitig ab bei uns hinten im 16er. Das ist André Hoffmann. Und ich habe keinen Spieler, den ich anwählen kann. Hoffmann. Und Coltorti. Gulaschi. Jetzt hat 96 eine richtig gute Freistoßposition. Aber Niklas Füllkrug ist bei weitem kein Freistoßspezialist. Mikko Halbanos schon her. Und der tritt den auch gar nicht so schlecht. Aber wir können den... Ecke. Selke schneller als Rankovic, macht das richtig gut, Davy Selke, Davy Selke geht alleine, Schmiedebach dazwischen und dann das gute Tackling von Hoffmann. Nicht das 2-0 vorerst, aber der Ball in die Spitze wieder reingebracht und jetzt geklärt von 96. Werner auf Oliver Berg, nächste dickere Gelegenheit, 39 Minuten durch, noch ist es eng. Füllkrug, Pfosten, Babakagi, Babakagi, Babakagi. Abgewehrt, keiner geht hin und das ist das 1-1 durch Niklas Füllkrug. Das war richtig schlecht verteidigt. Also das darf uns so eigentlich normalerweise nicht passieren. Hallo Füllkrug, ich mag dich. Also dies, ja gut, da stolpert er in der Mitte drüber. Ich gehe nicht oder kann nicht richtig hingehen und dann ist Halstenberg noch nicht erholt und Füllkrug macht das Tor. Also wir mögen zwar die roten Bullen hier spielen, aber die einzig wahren Roten bleiben selbstverständlich für mich Hannover 96. Und von daher kann ich denen für dieses Tor nicht sonderlich böse sein, sondern freue mich fast schon ein bisschen. Schöner Ball in die Spitze auf Davy Selke. Radlinger ist da. Und dann ist Albonos auch da und klärt den gut. Und es gibt Einwurf für 96, also perfekt geklärt. Und jetzt dürfte Halbzeit sein. Wir springen direkt mal rein mit dieser Szene jetzt hier. Warte, gleich kommt der Abpfiff, gleich kommt er. Jetzt in Halbzeit 2. Oh, schöner Pass auf Diego Demme, Diego Demme, Diego Demme. Da ist abgewehrt, da ist Selke. Noch drin das Ding. Wir halten den Aal im Spiel. Ball zurück auf Werner, das war schlecht gespielt. Ausnahmsweise mal von Forsberg, das kennt man normalerweise so nicht. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wir haben gerade gewechselt. Ah, schade. Sabitzer ist für Forsberg drin und Khedira jetzt für Dominik Kaiser. Aber momentan sieht es nicht nach Sieg aus, sondern nach Unentschieden. Bei 96 mittlerweile Salif Sané am Start. Der verliert hier aber Gott sei Dank den Ball. Vor dem habe ich ja Angst in FIFA. Auch wenn er meistens defensiv agiert. Oh, jetzt laufen sie nicht mit in der Mitte mit Davy Selke. Pfosten. Weio, 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 da hätte normalerweise die Führung sein müssen, aber wir vergeben die dicke Chance. Oh, 96 nochmal mit der dicken Chance.
Benchop ist mittlerweile sogar auch in der Partie. Der ist also nicht, wie in Realität, seit Jahren verletzt. Rankovic nochmal. Aber das ist nicht gefährlich. Die haben natürlich jetzt in der Luft richtig Macht da mit Benchop, mit Strandberg und auch noch mit Sané. Die Ecke kommt. Jetzt kommt Bech zum Kopfball, ausgerechnet der kleinste von allen, den sie auf dem Platz haben da. Oh, Sané, gute Balleroberung, jetzt lass den bloß nicht schießen. Ah, das ist anscheinend ein Foul, Benchop. Uiuiui. Halleluja. Oh, Selke nochmal auf Werner. Werner, letzte Chance, da habe ich drin gesehen. Ah, der fliegt knapp vorbei und das dürfte es fast schon gewesen sein. Und es ist Schluss in der East Point Arena. Wir spielen nur 1:1 gegen meinen Lieblingsverein, gegen Hannover 96, gegen meine Herzensangelegenheit. Und irgendwie bin ich mit dem Ergebnis doch sehr, sehr zufrieden und ärgere mich gar nicht wirklich darüber, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Denn ich kann gegen 96 nicht guten Gewissens gewinnen. Und ja, Füllkrug mit einem Tor, Werner mit einem Tor. Nächstes Spiel müssen wir dafür dann halt siegreich gestalten. In unserer Gruppe hat Feyenoord gegen West Brom gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, wie Feyenoord gegen 96 gespielt hat, aber wahrscheinlich haben sie da auch gewonnen oder könnte zumindest sein. Das heißt, dürfte eng werden oben. Ja, so mehr oder weniger. Wir haben beide 4 Punkte. Das heißt, wenn wir das Ding jetzt verlieren, könnten wir rein hypothetisch, glaube ich, ja, wir könnten noch rausfliegen und das wollen wir natürlich nicht. Ja, das nächste Leihangebot für Scholt Kalmar und das werden wir auch annehmen. Die SPVGG möchte den gerne haben. Gerne. Und dann sind wir auch schon angekommen beim Spiel gegen Feyenoord. Wir spielen wieder mit A11, das heißt wieder mit Paulsen vorne drin, mit Keita und auch mit Compea. Und ich bin gespannt, wie das jetzt laufen wird gegen Feyenoord. Die erste Simulation hat gut funktioniert, auch hier gehen wir früh in Führung durch Timo Werner. Bis zur Halbzeit ungefähr warten wir mal ab, bis wir skippen das Ganze hier. West Brom führt gegen 96 durch Berahino, das heißt 96 könnte sogar als Letzter ausscheiden, das wäre natürlich bitter. Wir gewinnen 2:1 durch Forsberg, der das Tor noch macht in der 88. Minute. Hannover verliert, ist damit auch raus, aber wir sind weiter und das ist das Wichtigste. Und damit geht es gleich im Halbfinale gegen Atalanta Bergamo, bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Erstmal läuft das Training so mittelmäßig, aber Werner, ja, der macht sich. Der ist ja momentan noch in Realität echt heftig, wenn man auf seine Leistungsdaten guckt, hat bereits 7 Saisontore, soweit ich mich erinnere. Das sind mehr als für Stuttgart letzte Saison insgesamt. Dazu, glaube ich, noch 2 Vorlagen oder so. Das ist echt heftig, wie der sich entwickelt hat bei RB bisher. Wir können den ersten Scout verpflichten und das machen wir auch Albert Brandt aus Deutschland. Den schicken wir natürlich auch direkt nach Deutschland, um hier zu scouten. Wir können ja immer nur in ein Land einen Scout schicken, aber ich hoffe, das war dann irgendwie in Österreich oder so auch ganz gute finden. Der nächste ist Pole, dann schicken wir den auch einfach mal nach Polen und schauen, was wir da so finden werden. Oder können wir den überhaupt nach Polen schicken? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, können wir. Perfekt. Sogar 5-Sterne-Scout. Das ist natürlich ideal. Und was haben wir hier als drittes noch? Diesmal kein 5-Sterne-Scout. Schade. Österreich wäre wohl der logischste Platz für einen Scouting-Netzwerk aufgrund der RB-Schwester, die da sitzt. Allerdings spielen wir jetzt erstmal gegen Atalanta. Die haben gegen Cagliari verloren, gegen Deportivo Alaves gewonnen. Unentschieden gespielt, gegen Ajax gewonnen. Das heißt, nur das erste Spiel gewonnen. Mal sehen, wie wir jetzt gegen die abschneiden werden. Wir spielen wieder mit der siegreichen AF aus dem letzten Spiel. Diesmal läuft es in der Simulation zumindest mal nicht so gut. Wir führen nämlich noch nicht. Ich hoffe, dass das irgendwann in dieser Partie noch passieren wird. Haben wir den Heimvorteil so gesehen. Aber wir gewinnen erst im Elfmeterschießen. Klostermann mit Gelb-Rot. Das war auf jeden Fall knapp, weil Kurtic kurz vorhin nur noch ausgleichen kann. Natürlich darf uns nächstes Mal nicht passieren. Aber wie es im Finale laufen wird, sehen wir es in der nächsten Episode. Denn das war es von dieser ersten. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Transfervorschläge, vor allem für den Torwart, für die Innenverteidigung und fürs zentral-defensive Mittelfeld. Nee, warte mal. Für die Außenposition in die Kommentare. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und wir sehen uns dann am Mittwoch mit der nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt sportlich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut. Haut rein und ciao.